Das Projekt zur Bücherverbrennung in Erfurt vorgestellt. Jetzt hören wir etwas von einem Dichter, der der einzige unter den Autoren war, deren Bücher verbrannt worden sind, die in Berlin am 10. Mai 1933 anwesend waren. Und das ist sehr interessant, wie er das kommentiert. Er kommentiert diese Flammensprüche mit seiner sarkastischen, wunderbaren Art und Weise. Und jetzt hören wir ein Gedicht von ihm. Vielleicht kannst du noch etwas zu dir selber sagen. Wir haben hier die Literatur, aber wir haben auch einen wunderbaren Musiker hier unter uns. Und auch das sind Ressourcen, die wir nutzen können, wenn wir uns innerlich stärken, um dann Gesicht zu zeigen, Nein zu sagen gegen Menschenhass und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Denn damit sagen wir ja zur Unantastbarkeit der Menschenwürde und zu einem Leben, das bereichert wird dadurch, dass wir ohne Angst verschieden sein können. Und wenn die anderen nicht Angst haben müssen, verschieden zu sein, dann können sie uns durch ihr Anderssein bereichern, weil wir es integrieren können in unser eigenes Selbst. Bitte stell dich noch mal kurz vor. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Detlef Kobal, bin Bürger dieser Stadt. Und ich finde es ganz wichtig, dass sich hier Bürger engagieren. Und das, was morgen hier passieren soll, dass wir uns zusammentun und für die Menschenwürde eintreten. Die Menschenwürde wird auch in unserer Stadt mit Füßen getreten. Ich habe das selber erlebt in der Straßenbahn vom Bahnhof hier zum Anger, wo eine muslimische Familie, ich habe die Angst gespürt und ich habe dazwischen gesessen, zwischen Recht. Aber eine Antwort möchte ich geben mit zwei Gedichten von Erich Kästner, der diese Zeit erlebt hat, kurz vor der Machtergreifung. 1932 sind diese Gedichte entstanden. Rezitation bei Regenwetter. Der Regen regnet sich nicht satt. Es regnet hoffnungslosen Zwirn. Wer jetzt eine dünne Schädeldecke hat, dem regnet's ins Gehirn. Im Rachen juckt's, im Rücken zerrt's, es blöken die Bakterienherden. Der Regen reicht allmählich bis ans Herz. Was soll bloß daraus werden? Der Regen bohrt sich durch die Haut. Und dieser Trübsinn, der uns beugt, wird wie so manches subkutan erzeugt. Wir sind porös gebaut. Seit Wochen rollen Wolkenfässer von Horizont zu Horizont. Der Neubau drüben mit der braunen Front wird von dem Regen täglich blässer. Nun ist er blond. Die Sonne wurde eingemottet. Es ist, als lebte sie nicht mehr. Ach, die Alleen, durch die man traurig trottet, sind kalt und leer. Man kriecht ins Bett. Das ist gescheiter, als dass man klein im Regen steht. Das geht auf keinen Fall so weiter, wenn das so weitergeht. Herzlichen Dank, Detlef. Ein gutes Beispiel dafür, dass wunderbare Texte in Büchern stehen können, aber es braucht auch die Menschen, die erkennen, wann sie an der Zeit sind und die sie so vortragen können. Marschliedchen. Ihr und die Dummheit zieht in vierer Reihen in die Kasernen der Vergangenheit. Glaubt nicht, dass wir uns wundern, wenn ihr schreit. Denn was ihr denkt und tut, das ist zum Schreien. Ihr kommt daher und lasst die Seele kochen. Die Seele kocht und die Vernunft erfriert. Ihr liebt das Leben erst, wenn ihr marschiert. Weil dann gesungen wird und nicht gesprochen.
marschiert vor Prinzen, die erschüttert weinen. Ihr findet doch nur als Parade statt. Es heißt ja, was man nicht im Kopfe hat, hat man gerechterweise in den Beinen. Ihr liebt den Hass und wollt die Welt dran messen. Ihr werft dem Tier im Menschen Futter hin, damit es wächst, das Tier tief in euch drin. Das Tier im Menschen soll den Menschen fressen. Ihr möchtet auf den Trümmern Rüben bauen und Kirchen und Kasernen wie noch nie. Ihr sehnt euch heim zur alten Dynastie und möchtet Fideikommissbrot kauen. Ihr wollt die Uhrenzeiger rückwärts drehen und glaubt, das ändere der Zeiten Lauf. Dreht an der Uhr, die Zeit hält niemand auf. Nur eure Uhr wird nicht mehr richtig gehen. Wie ihr es euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen. Denn ihr seid dumm und seid nicht auserwählt. Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt, mit diesen Leuten war kein Staat zu machen.